Manuel Neuer ist ein immer gern gesehener Gast. Soeben wurde der Bayern-Keeper, wie schon im Vorjahr, für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres nominiert. Mit dem Triple-Triumph hat Neuer auf Vereinsebene schon fast alles erreicht. Und doch hat er noch lange nicht genug. Es ist natürlich ein langer, harter Weg, das müssen wir festhalten. Wir wollen natürlich wieder Champions-League-Sieger werden, aber da gehört so viel zusammen. Wir haben es in der Saison davor gemerkt, dass es nicht so einfach ist und genauso jetzt auch in der letzten Saison. Wir müssen einfach bei den wichtigen K.O.-Spielen dann auch die richtige Tagesform einfach haben und besser sein als die andere Mannschaft. Besser als alle anderen hält Manuel Neuer schon seit 2010. Seit Beginn der WM in Südafrika ist er die unumstrittene Nummer 1 im deutschen Tor. Bei der EM 2012 war Tim Wiese noch sein Konkurrent im DFB-Kader. Heute ist der fast vergessen. Für Neuer eine Tragödie. Ich habe auch, ähnlich wie du, schon öfters mal zwischendurch an ihn gedacht. Man hat ja dann vielleicht in den Medien was gelesen oder hat mal was mitbekommen. Ja. Und ich glaube, dass ein Tim Wiese, der auch ein sehr guter Torwart ist, einfach zum deutschen Fußball dazugehört. Er hat jahrelang für Bremen sehr gute Leistungen gezeigt und er fehlt einfach, finde ich, der Liga und dem Sport. Manuel Neuer wird wohl niemals eine solch bittere Erfahrung machen müssen. Pep Guardiola hat ihn als einen der besten Torhüter der Fußballgeschichte bezeichnet. Wen soll so einer fürchten? So würde er auch dem Konkurrenzkampf mit Roman Weidenfeller in der Nationalmannschaft nicht aus dem Wege gehen. Er hat sehr gut gespielt, das muss man ganz klar sagen. Und ich bin da überhaupt kein Mann, der sagt, ich will ihn jetzt nicht da haben oder so. Ich bin total offen dafür. Es sollen die besten Spieler einfach, die es in Deutschland gibt, auch bei der Nationalmannschaft dabei sein. Und die Chefs sind als auf der Torwartposition natürlich Andreas Köpke und dann im Endeffekt Jogi Löw und Hansi Flick vielleicht dann. Und das sind diejenigen Leute, die das entscheiden. Und ich als Torwart Nummer 1 füge mich natürlich den Urteilen. Mit 27 Jahren ist Neuer als Torwart noch immer ziemlich jung. Die WM 2018 ist da durchaus realistisch. Und sollte er mal genug haben als Spieler, hat er bestimmt beste Chancen auf einen Posten beim FC Bayern. Schließlich hat Bastian Schweinsteiger gerade von seinem Plan gesprochen, irgendwann mal Bayern-Präsident werden zu wollen. Der Zuarbeiter vielleicht? Ja? Nein. Vizepräsident? Nee, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, dass ich mich sehr gut mit Basti verstehe und wenn er dann was zu sagen hat, dann wird er mich schon irgendwo unterbringen, oder?